Bevor wir mit Chapter 7 beginnen, werden wir noch drei weitere Aufgaben hier bei diesem großen Aufgabebrett erledigen. Buchsuche steht als nächstes an. Ich habe Totsuko ein Buch ausgeliehen, das ich nun gern zurück hätte. Du findest mich in meinem Wochenendhäuschen in Bad Wimmerich. Wenn du mir das Buch gibst, dann... wie bitte? Dann gebe ich dir dafür eine Mitgliedskarte für die Spielhalle. Oh, da bin ich auf jeden Fall dabei. Also, bis gleich in Bad Glimmerich. Ich muss wieder mit dem Zug fahren. Nein, Spaß. Ich will einfach die Röhre unten. Hier sollte sie wohnen. Soweit ich mich richtig erinnern kann. Genau. Oh, mein König Hell, du hast meinen Auftrag also übernommen, ja? Ich hätte trotzdem ein Buch geliehen, das ich jetzt gerne nochmal lesen möchte. Aber sie wohnt in Falkenheim. Das ist ziemlich weit weg, oder? Deshalb möchte ich dich bitten, zu ihr zu gehen und mir das Buch zurückzuholen. Bitte. Warum hast du es nicht gleich einfach gesagt? Dann hätte ich da, wäre ich da sofort hingegangen. Aber okay. Hey, wartet mal. Was macht Ellen eigentlich hier? Dark Toadster. Mario, mein Freund, da bist du ja. Nur dir habe ich zu verdanken, dass ich als Dark Toadster wieder meine Fans begeistern kann. Erweist du mir die Ehre, im Ring gegen mich anzutreten? Das wäre ein Freundschaftskampf mit Klasse. Auf jeden Fall demnächst. Oder so. Später in unserem Abenteuer, aber jetzt gerade glaube ich, bin ich noch nicht bereit für diesen Kampf. Den merke ich mir aber, den werde ich bestimmt noch machen. Und mit dir habe ich jetzt zu reden. Was willst du denn von mir, hä? Was? Das Buch, was mir Brilliant Tea geliehen hat? Ach das. Alles klar, ich werde es ihr demnächst vorbeibringen. Was? Aber ich muss sofort zurückgeben. Aber dieses Buch. Ach, na gut, warte einen Moment. Ich habe es noch nicht fertig gelesen, verdammt. Habe ich das denn? Ah ja. Ich musste kurz in den Bücherregal starren, aber ich habe es in der Hand, ich Idiot. Naja, ich habe es mir ausgeliehen, um die Geschäfte der Arena besser führen zu können. Ich hätte es gut noch länger gebrauchen können, aber naja, was soll's. Danke, Catcherbuch. Und wir hauen wieder ab. So, Madame Brilliant Tea, wir haben ihr Buch. Ja, wirklich. Klar, hier. Eilige Lieferung. Was wo drin steht. Ach, das ist das Buch, was ich meinte. Ach, danke, mein cooler Kavalier. Nimm doch das hier als Dank. Yes! Die Platinkarte! Gültig für Hürdenskipper. Okay. Was für ein Skipper? Und da heißt es halt, dieses Buch ist das halt der Renner. Es geht halt total schick, dieses Buch lässig in einer Hand halten, im Kaffee zu sitzen. Im Café zu sitzen. Wow. Krass, my lady. Wow. Crazy. Ich hoffe, man merkt es mir nicht zu sehr an, dass ich hier ein bisschen krank bin, aber das sollte ja auch nicht stören. So, was auch nicht stören sollte, sind hoffentlich die nächsten beiden Aufträge. Denn die war gerade ziemlich einfach, der Auftrag, den wir gerade hatten. Und das kann ruhig so bleiben. Ich brauche dringend einige Zutaten für meine Gerichte. Und zwar die folgenden drei. Goldblatt, Bubu-Ei, Mango. Du findest mich im Glimmerliner. Okay. Dann mache ich mir mal kurz schlau, wo ich alle drei Sachen herbekomme und ja, zeige ich euch. Von den Palmen bei Ayla Corsaria, also einfach mit der Röhre rein hier hingehen und dann nach rechts, direkt am ersten Bildschirm. Theoretisch könnt ihr auch direkt einfach hier eine Mango erhalten, so wie ich es gemacht habe. So, und soweit ich weiß, habe ich sogar noch ein Goldblatt. Genau, Goldblätter kriegt ihr in der Spukabtei, wenn ihr nach oben, also nach ganz hinten geht. Da gibt es, wenn man durch so einen Schlitz reingeht, kann man so nach rechts gelangen. Und dann kann man da gegen so einen besonderen großen Baum hauen. Dann kommt man an den goldenen Blatt ran. Der spawnt immer wieder neu. Das heißt, ihr könnt ihn theoretisch auch farmen, wenn ihr wollt. Ihr müsst halt nur hin und her zurückgehen. Ich schmeiß mal einen Pilz weg, weil ich nicht unbedingt brauche. Oder fressen halt, mir egal. Und ja! Jetzt noch gucken, wo das Bubu-Ei sich versteckt. Hätte man sich eigentlich denken können, aber das Bubu-Ei kriegt man von Bubulia. Bubulia! Du blöder! Was? Ich weiß nicht, wer von denen das ist. Bist du das? Ach, ständig meckert Bubulia an mir. Das habe ich echt satt. Oh Mario, wann will ich irgendwas denn zusammen machen? Okay, was denn? Oh, super, also dann, wie wär's mit Rätseln? Ich erhalte dir das Rätsel, das du mir aufgibst. Okay, gib Bubulia ein Rätsel auf, das sie leicht lösen kann. Wer, was, warum?
Warum? Geklappert ist quietscht. Warum ist Luigi's Marius Crucibots? Warum ist Marius, jetzt kommt Hintern, so riesig? Beste Freundin, alter Stiefel, grüne Mütze. Warum ist Marius, warum ist Marius grüne Mütze? Warum hat Mario grüne Mütze? Hä? Das check ich nicht. Das macht keinen Spaß. Ich will es auch nicht mehr. Nee, man muss einen richtigen Code hier machen bei ihr. Und zwar heißt es, wer? Wer ist Marius beste Freundin? Ach, Marius beste Freundin? Das weiß doch jedes Baby. Natürlich war das ein Peach. Oder einfach nicht? Richtig. Ja, ich wusste nicht so, ich kann jedes Rätsel lösen. Oh mein Gott, ich bin so gut. Ach, das hat Spaß gemacht. Ich nehme das jetzt, dankeschön. Hey, mysteriöses Ei von Bubulia. Stellt 5 KP wieder her. Oder, wenn wir es behalten, können wir damit noch viel mehr erreichen. Warum habe ich hier eigentlich so viel Müll noch in meinem Inventar? Was soll denn der Unfug? Komm, weg damit. Brauche ich nicht. Okay, dann behalte ich das. Ja. Behalte du das mal. Ich spreche da mit diesem Koch-Cheep-Cheep im Glimmerliner. Kann ich irgendwie einfach wieder zurück? Kann ich einfach wieder rein? So? Willst du noch einsteigen? Ja, ich will einsteigen. Nach Rohlingen. Ticket scheint gültig. Pass auf. Okay. Also er lässt uns auf jeden Fall rein, aber darf ich denn auch mich umschauen? Ja, ja, okay. Alles klar. Da war, glaube ich, wo war der? Irgendwo mittig. Wenn wir nach links gehen, ja, dann sind wir schon mittig. Was machst du denn hier? Wie lange würde man wohl zu Fuß von Rohlingen bis Bad Glimmerich brauchen? Hm, die Bahn verkürzt die Zeit. Also könnte man eine Zeitmaschine bauen. Wie kommst du jetzt auf eine Zeitmaschine? Das kam irgendwie aus dem Nichts. Ah, hallo, du hast also meinen Auftrag übernommen. Ja, ich benötige dringend die folgenden 3 Zutaten. Ja, Goldblatt, Bubu-Ei und Mango. Damit möchte ich dir meinem Pilzmenü eine exotische Note geben. Hast du mir die Sachen schon besorgt? Aber Sishi doch, hier ist das Goldblatt, was ich eigentlich für mich haben wollte. Dieses mystische Glitzern, ein wunderschönes Goldblatt hast du mir mitgebracht. Hier ist das Bubu-Ei, bisschen nervig war. Dieses vollkommene Oval, ein makelloses Bubu-Ei hast du mir dabei gebracht. Und die Mango. Die gibt's in jeder Apotheke. Oh, dieser Duft reifer Früchte. Eine erstklassige Mango hast du mir damit gebracht. Wow, das hat mir sogar alles gebracht. Als Koch aus Leidenschaft lässt jeder einzelne von ihnen mein Herz höher schlagen. Vielen Dank für deine Belohnung. 40 Münzen statt 30. Ja, ob das jetzt der Aufwand wert war, weiß ich nicht. Ich glaube, auf den Sternsplitter hätte ich mich da mehr gefreut, aber ich nehme, was ich nehmen kann. Ja, kann ich jetzt eigentlich schon raus? Einfach hier, zack, wir sind da, fertig. Warte, wo ist ein Ausgang? Das war, glaube ich, hier rechts? Hier nach unten? Ja, ja. Geht das schon? Nö. Okay, muss ich jetzt die ganze Zeit durchschlafen oder was? Das dauert noch eine Weile. Können Sie sich in deinem Abteil ausruhen? Dein Abteil ist Nummer 5. Okay, ja gut, dann ruhe ich mich hier ein bisschen aus und fahre dann wieder zurück. Wie lange möchtest du dich ausruhen? So in Zeitenmaßnahmen. Tulpenbach-Zeit oder Rohlingen-Zeit? Ja, auf jeden Fall bis Rohlingen. So, ich schaff 3 Tage durch. Man sieht's. Bin wieder da. Na, was steht zuletzt auf dem Speiseplan? Suchauftrag von Romanzo. Dies ist ein Suchauftrag. Der gesuchte Gegenstand ist sehr heikel. Ich erkläre dir jetzt einfach unter 4 Augen. Du findest mich im Rohlingen-Viertel Westend. Wenn du mir helfen kannst, gebe ich dir zum Dank eine Mitgliedskarte für die Spielhalle. Noch eine. Let's go. Im Westen. Nie ohne Seife waschen. Also links. Okay. Von da kam ich zwar gerade. Aber was soll's. Ich hätte eigentlich gerne in diesem Spiel so ein... Ja, nicht so ein Radar, aber so ein... Wir haben ja so einen Computer, womit wir unsere E-Mails lesen können. Warum können wir nicht damit auch Aufträge direkt so online annehmen? Weiß ich nicht. Irgendwie verstehe ich die Logik da nicht so, warum das nicht geht. Aber okay. Ist ja nicht so schlimm, ein bisschen hin und her zu rennen. Und du bist Romanze, ne?
Ja, ich bin so froh, dass ein diskreter Mensch wie du meinen Auftrag übernommen hat. Nachdem wir von der Insel zurückgekehrt sind, habe ich meinen Ehering verloren. Palmina darf auf keinen Fall davon erfahren. Das sind schon wieder verloren? Und sie darf es nicht erfahren, weil du sonst nochmal 100-mal Liebe dich sagen wirst. Ja, richtig, richtig. Also suche bitte unauffällig danach, ja? Ich habe ihn erst nach unserer Rückkehr verloren. Er ist also sicher hier in der Stadt. Wenn Palmina davon erfährt, muss ich sie wieder mal 100-mal sagen, dass sie liebe. Ich kann das nicht mehr. Also bitte sehr umsichtig umschauen, ja? Kannst du ihn nicht finden? Ah, der muss irgendwo hier in der Stadt sein. Wenn Palmina davon erfährt. Das ist aus. Okay, kann vielleicht meine kleine Mausi ein bisschen helfen, dass ich das finde. Ist hier was? Oder warum riechst du hier was? Jetzt links? Hm? Wo denn? Hier hinter. Als ob! Ja, okay, es war nicht, wonach ich gesucht habe, aber das nehme ich auch gerne an, aber nee, hier ist noch was. Hier hinter? Nee. Ist es hier beim Brunnen oder wo riechst du es? Vielleicht hier hinten bei dem Gumba? Warte mal. Ich kann diese Blumen alle kaputt schlagen. Kann ich damit irgendwas erreichen? Ne, die stehen dann immer wieder auf. Ne. Das scheint es nicht zu sein. Okay, du riechst was. Vermutlich riechst du hier in diesem Viertel was, oder? Ich weiß es nicht, ich hoffe. Vielleicht meint sie es ja auch oben? Aber hier scheint es auch was zu riechen. Okay, das kann jetzt leider ein bisschen was dauern, bis ich hier was gefunden habe, aber wir wollen ein kleines Abenteuer erleben, ein bisschen erkunden. Und wenn ich schon mal hier bin, na nee, draußen war's. Ist ja auch egal. Hier könnte was sein, oder? Hinter diesen Fässern? Könnte ich mir was vorstellen? Was sagst du? Nein? Nein. Meinst du vielleicht da unten? Ja? Ich schau mich mal einfach um, das kann ein bisschen dauern. Also hier habe ich was gefunden. Genau hier, wo ich stehe. Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. Ne, hatten wir nicht. So, danach suche ich zwar nicht, aber hey. Dann haben wir das zumindest. Und ja, wegen den ganzen Sternsplittern, falls ich alle sammeln sollte, werde ich die auf jeden Fall noch irgendwann ganz am Ende des Displays reintragen. Sag mir jetzt nicht, dahinter ist noch was. Wie nervig. Ja, vorerst habe ich es nicht vor, alles zu sammeln, aber falls ich alle sammeln sollte, ja, dann mache ich es noch. Okay, das ist sehr weird. Sie riecht hier was. Aber hier ist doch nichts. Die Kiste haben wir schon. Oh. Oh. Ja, ist auch stark versteckt, aber scheinbar ist sonst hier nichts mehr. Okay. Aha! Hier, hinter diesen Boxen ist auch nochmal ein Sternsplitter. Okay, kann man sich denken, aber ist trotzdem nicht ganz so einfach zu sehen. Hä? Warte, ist noch was? Wie? Wie meinst du das, Nagarine? Wie soll hier noch was sein? Hm? Aha! Hier so, oder wie? Hm? Okay, warte, ich guck mir erstmal nochmal um. Oh! Hier ist auch noch einer. Hi. Glaubt ihr vielleicht, dass diese Kiste da unten gemeint ist? Jetzt mit unserer neuen Bootfähigkeit, die wir seit... Oh, die haben wir schon seit ein bisschen längerem. Jedenfalls mit der... Sollen wir das noch rankommen können? Oder kam ich da aus irgendeinem anderen Grund vorher nicht dran? Okay, wahrscheinlich ist die Kiste eh was ganz anderes, aber... Wenn ich es gerade sehe und mir es gerade auffällt... Dann nehmen wir es auch mal direkt mit. Aha! Es ist der Doppelgrifforden. Lässt Mario im Kampf bis zu 2 Items hintereinander einsetzen. Huh. Not bad, aber wetten, das kostet dann wieder irgendwie 6 OP. Ah, 3. 3 OP. Hab gerade sowieso nichts anderes ausgerüstet. Nehme ich mal rein. Es ist in Ordnung. Für 3 OP finde ich es voll in Ordnung. Wow, hey, da ist ja noch eine Insignie. Was, ich glaube, ich weiß sogar, wie ich da rankomme. Bestimmt, wenn ich von oben nach unten falle. Also von den Dächern wieder. Wieder das Gedöns. Ja, ich weiß schon. Aber doch, warte, das werde ich jetzt nochmal ausprobieren.
Kurz Little Boshi rausholen. Dann zoom. Kurz gucken, ob Margarine hier irgendwas findet. Ja, hier irgendwo in der Nähe scheinbar. Hier vielleicht? Oh, ja. Ja, ja! Ein Stern bitte! Was noch? Hier ist noch was. Wo denn? Hm. Egal, hier können wir durch. Und dann! Haben wir es geschafft! Yeah! Eine Insignie! Wie viele haben wir jetzt eigentlich? 2. Reicht noch nicht ganz. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Oh oh. Mit Little Boshi? Vielleicht? Höh, warte, stopp! Höh, und jetzt! Ja, okay, Gott sei Dank. Oh! Oh mein Gott! Ich hab's gefunden! Da! Da oben links! An der Mauer! Okay, das bedeutet ja einfach nur, ich muss von oben runterfallen drauf. Richtig? Okay, dann war es mit Margarine vielleicht doch nicht so wichtig, dass ich das mache. Aber hey, ich habe ein paar Sternsplitter gesammelt, das schadet ja nicht. Sondern ist ganz vorsichtig. Sei ganz vorsichtig. Pass auf, ja, pass auf! Ein Ehring, wie ist er da hochgekommen? Hä? Wer hat ihn da hochgeworfen? Ein sehr treuer Ring von Romanze für Familie. Ich habe ja eher das Gefühl, dass Romanze manchmal so seine Phasen hat, sich denkt, oh, ich hasse diese Frau, ich schmeiß den Ehring weg. Und dann 10 Minuten später denke ich, oh nein, was habe ich getan? Ich finde ihn nicht mehr. Wo habe ich ihn hingeworfen? Oh nein, es war mein anderes Ich, mein böses Ich. Ja, so einer ist Romanze, glaube ich. So schätze ich den ein. Wie sonst soll das da oben gelandet sein? Also, come on. Come on, Mann. Hier, bitteschön, ich habe ihn für dich. Ja, wirklich? Klar, hier, ein einzig wahre. Mein Ring. Oh, danke, Mario. Herzlichen Dank. Hier ist deine Belohnung. Bitteschön. Yes. Die Goldkarte. Gültig für Rollenrally. In letzter Zeit konnte ich Palmina gar nicht mehr in die Augen schauen. Aber jetzt, ich muss sie unbedingt sehen. Du entschuldigst mich. Palmina. Alles klar, dann haben wir alle Aufträge erfüllt und könnten theoretisch losstarten mit Kapitel 7. Aber bevor wir das machen, ich habe jetzt richtig Lust zu gambeln. Dun, 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 dun. Was machst du denn hier? Ach, du bist es. Danke nochmal für alles, was du für mich, alten Starkkopf, getan hast, ja? Ach, kein Problem, Mann. Ah, Maria, du hast also Mitgliedskarten bekommen. Ah, natürlich werde ich die Spiele hinzufügen. Also, was willst du machen? Machen wir erstmal Höhenskipper, das haben wir vorhin freigeschaltet. Ja, Höhenskipper. Okay. Hier musst du als Schiff Hindernissen ausweichen und das Ziel erreichen. Du treibst automatisch vorwärts, aber wenn du den Links irgendwie entgegengesetzte Richtung neigst, musst du langsamer. Die Strömung wird in der zweiten Runde schneller, also navigiere mit Bedacht. Je schneller das Ziel erreicht, desto mehr Palma erhältst du. Fährst allerdings gegen Hindernisse, werden dir am Ende Palma abgezogen. Wenn du das Rennen nicht innerhalb von 1,5 Minuten beendest, heißt es für dich Game Over. Sei so vorsichtig, aber schnell. 10 Palma kostet der Einsatz. Alles klar. Dann bitteschön, hier entlang. Juhu! Viel Spaß! Oh, den werde ich jetzt haben. Ganz sicher. Los geht's! Okay, also ich kann zwar nicht schneller sein, habe ich verstanden. Vielleicht aber automatisch, aber ich kann mich verlangsamen. Und wenn ich... Ja, okay. Wenn ich getroffen werde, verliere ich halt meine ganzen Palma. Verstehe. Okay, jetzt verstehe ich's. Das war's? Ach, oh mein Gott, jetzt geht's hier weiter. Ich habe mich schon gefragt, warum es die andere Seite gibt. Weil da waren ja auch Palmas zu sehen. Also die Münzen halt. Die heißen ja so. Ach komm. Ich wusste nicht, dass ich den Arknopf brauche hierfür. Okay, okay. Not bad, würde ich behaupten. 1,5 Minuten hast du gesagt? Das kriegen wir doch easy hin. Easy locker. Schneller. Wie, was stand da? Oh mein Gott. Okay, okay. Also, sich nicht treffen lassen und die restlichen Palmas, die rumliegen, aufsammeln. Habe ich recht? Wow, wow. Und eine Bestzeit vielleicht erlangen? Speedrun-mäßig? Ja, da hätte ich aber die Kurve nehmen müssen, ne? Mies. Als ob. Ach komm schon, Spiel. Ach komm schon. Ziel. Moin, moin.
Seit wann kann Mario mit dem Boot springen? Oder sonst nie? Gewinn 11. Mhm. Fester Kollision, minus 10. Ah, mies. Ah. Okay, wir haben mehr als das Doppelte. Sie wärst du auf jeden Fall, zumindest wenn du so schlecht spielst wie ich, wirst du trotzdem noch auf jeden Fall das Doppelte bekommen von dem, was du eingesetzt hast. Das ist ganz okay. Oder war nur der erste Spieleinsatz 10, jetzt kostet es 30, weil ich habe da gerade nur 30. Ah, nee, ich habe 30, okay. Ah. Ja, das war in Ordnung. Nicht mein Favorite, aber es war in Ordnung. Rollenrally. Rollenrally soll es also sein, ja? Hierbei rollst du dich auf einem komplizierten Weg dem Ziel entgegen. Dabei musst du Hindernissen ausweichen und auf schmalen Faden balancieren. Es bedarf also einer geschickten Steuerung, um überhaupt bis ins Ziel zu gelangen. Je schneller du bist, desto mehr Palmer gibt's. Fällst aber runter, werden dir am Ende Palmer abgezogen. Oh, und wenn du das Rennen nicht innerhalb von anderthalb Minuten beendest, hast du recht, Game Over. Roll also vorsichtig, aber schnell. 10 Münzen Einsatz. Alright. Da bin ich jetzt gespannt. Das klingt so, als wäre Mario jetzt auf Roller Skates. So unterwegs. Musst du nach so Subway Surfer mäßig nach oben, Mitte, unten. Ja, schon so, wie ich es erwartet habe. Aber ohne die Roller Skates. Ah, ich muss mich auch bewegen, okay. Weil vorhin bin ich ja automatisch losgegangen. Ah, ich kann springen. Oh, oh, ich muss eine Bestzeit hinlegen, oder? Ich muss mich ja richtig beeilen. Gott. Die Steuerung mit dem Ding ist aber nicht so einfach. Freunde, Kollegen. Nein. Ich sammle alles ein. Alles einsammeln. Kann ich auch runterfallen? Vermutlich schon. Ja, ja. Okay, da krieg ich dann am Ende richtig viel Abzug, oder? Oh, nein! Also das ist ja... rot! Das ist 3 wert. Dafür runterzufallen lohnt sich nicht, aber... ja, not bad. Oh! Nee, da warte ich lieber. Den brauche ich. Yeah, da wäre ich jetzt wieder fast runtergefallen. Das Spiel nämlich, das Video hier erinnert mich ein bisschen an so ein NES-Spiel. Da hat man so einen Ball gesteuert. Wenn er runtergefallen ist, war es halt tot. Kennt das noch einer von euch, dieses Spiel? Da gab es auch generell so Abwandlungen von auf anderen Konsolen. Da muss ich gerade denken. Okay, die Zeit wird knapp. Aber hab's. Ja, ich weiß auch nicht. Also theoretisch, wenn du hobbylos bist und gut bist in diesen Minigames, kannst du ja extrem viel Geld farmen und extrem viele richtig geile Items farmen. Aber ich gehöre da nicht dazu. Ich sag's so, wie es ist. Ich gehöre da ja eher nicht dazu. Aber ich find's nett. Find die Minigames hier sehr nett. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Falls einem gerade langweilig ist. Man vielleicht ein bisschen Geld braucht. Okay. Ich wollte nur mit dem Gameboy reden, ich weiß auch nicht, einfach nur so. Aber jetzt wollen wir uns wirklich um Kapitel 7 kümmern. Wir werden vermutlich heute nicht mehr in dieser Folge Kapitel 7 erreichen. Wir werden aber auf jeden Fall kurz davor stehen. Das ist mein Plan, das ist mein Ziel. Ich glaube, wir fangen damit an, dass wir hier direkt mal runtergehen. Das ist so die Main-Röhre im ganzen Spiel mittlerweile. Weil hier in diesem Remake kannst du diese Röhre nehmen, um direkt alle anderen Röhren freizuschalten. Hier sitzt er. Wie hier nach unten gehen? Nein. Ja? Nein, hier nach unten geht's zum Ionentor. Da wollen wir noch nicht hin. Wir brauchen erstmal das letzte Ding. Das letzte Sternjuwel. Sonst juckt das selten wenig. Hier war... ein Felsen, den haben wir kaputt gehauen. Waren wir hier schon unten? Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Waren wir hier? Das führt mich hier hin. Oh Gott, nein, dann habe ich mich jetzt komplett verlaufen. Verdammt, wo gab es denn hier noch? Nee, jetzt bin ich beim Ionentor. Nee, jetzt habe ich mich komplett verlaufen. Oh Gott. Eigentlich waren wir hier schon richtig. Wir müssen hier runter droppen und dann nach links. Ich dachte, wir müssen nach ganz unten diesen Felsen zerstören, aber nein, das haben wir schon längst gemacht und das war was ganz anderes. Wir müssen... oh, ich dachte, ich schaff's nicht. Ja, wir müssen
den hier zerstören. Das war ziemlich einfach. Ich dachte, wir müssen nochmal den hier machen, aber ne, gereicht. Und scheinbar geht's dann doch jetzt schon direkt los mit Kapitel 7. Der Weg zum Mond. Wir können das Deal der Mond, Freunde. Nein, okay. Wir latschen noch ein bisschen drauf. Aber ohne Affen. Nur wir. Und so unsere Partner. Coole Röhre beginnt. Ah, ich weine kalt, oder? Los, Bamba, vorwärts. Bis Großforstheim ist es garantiert nicht mehr weit. Yoshi. Ja, das will ich auf jeden Fall hoffen. Aber ich brauche Combrina für ein neues Gebiet. Neues Gebiet bedeutet meistens... Oh, neue Gegner. Und das kann gemeingefährlich werden. Also lasst uns hier schnellstens weg. Hübsch ist der Schnee ja wirklich, aber auch kalt. Und so viel Schnee. Wenn wir nicht gehen, werden wir noch zu Eisbombs. Eisbombs? War das ein Schreibfehler oder soll das so sein? Was bist du für einer? Und da war ein Block hinten. Oh, das ist ein richtig geiles Theme. So, vielleicht erstmal scannen. Ich Idiot. Ja. Wir haben eine Attacke erlernt. Stimmt. Das möchte ich mal einsetzen. Was ist ein Eisschnuff? Eisschnuff sind Schnüffis, die du in kalten Gegenden triffst. 9 KP für ein Gefallbeteiligung. Sie greifen dich frontal an oder mit kalten Winden. Die kalten Winde frieren uns ein, also sollten wir ihnen so gut wie möglich ausweichen. Frontalangriffe gegen aufgeladene Eisschnuffs schaden den Gegner. Dem Angreifer. Und es kommt noch schlimmer, wenn du sie mit Eisattacken angreifst, absorbieren wir diese. Am besten benutzt du gegen die Eisschnuffis. Übrigens, Feuerattacken. Eisschnuffs. Was einfach nur los ist. Ich bin zu krank für heute. Diese Aufnahme. Oh mein Gott. Wuhu. Ich glaube, wir machen mehr Damage, habe ich ehrlich erwartet. Dafür, dass wir keine Verteidigung haben. Aber sie machen zumindest auch nicht so viel Damage. Oh nein, Kontrollverlust durch Verwirrung. Gar nicht gut. Weiß nicht, was das bedeutet, aber... Kann ich trotzdem einen Kraftkuss einsetzen? Der Kraftkuss lässt Mario einmal öfter agieren. Oh, also sie küsst Mario auf einer bestimmten Stelle und Mario ist dann voll aufgeladen. Okay, verstehe. Nein, danke. Ich muss das nicht unbedingt jetzt sehen. Das können wir auch später mal... Ey! Was zur Hölle? Also, geht's noch? Oder was? Was machen die? Wieso greifen sie sich selbst an? So wie ihre Pokémon. Obwohl, selbst bei Pokémon greifen die sich ja nur selber an, aber hier gegenseitig. Richtig dumm. Scheunlage. Guck mal, der Enter ist voll blöd. Ja, ich hasse Klempner. Wow. Ja, Mama Mia, diese Gumba-Lady. Guckst du euch an. Wieso hat Mario jetzt eigentlich einen Sprung gemacht? Ich hab doch Scheunlage eingesetzt. Oder? Hab ich das? Hab ich doch, oder? Badum. Okay, zumindest schon geblockt. Zumindest etwas. Moin. Nee, das kann ich brauchen. Schmeiß ruhig her, Toddy. Ich glaube, die netten Gegner tun aber, oder generell die netten Characters da unten, tun aber generell auch nur gute Sachen schmeißen, oder? Ich will zumindest mal hoffen. Den Multi. Warum ist sie so extrem langsam in der Luft? Das verwirrt mich bis heute immer noch. Wahoo! Sehr gut. Aber zumindest kriegen wir mal einen ersten Einblick in Kapitel 7 fürs nächste Mal. Au! Wie au? Können wir nicht gegen den kämpfen? Der Verteidiger übrigens. Vor allem Mario. Trotzdem tankt er genauso viel Schaden. Was zur Hölle, Mann? Jetzt aber. Mein Gott. Die haben zu viel ausgehalten, das sage ich euch. Aber okay, es ist vorbei. Genauso wie dieser Part für heute vorbei ist. Diesen Block hier mit einer Insignie nehme ich aber dennoch einmal mit.